Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder, wie immer zu einem interessanten Thema aus der Sprechstunde. Diesmal werde ich über Ringelröteln sprechen. Die meisten Menschen glauben, dass Ringelröteln und Röteln so gut wie das Gleiche seien. Das stimmt nicht. Die Röteln werden durch das Rötelnvirus ausgelöst und die Ringelröteln durch das Ringelrötelvirus. Die Ringelröteln gehören zu den Kinderkrankheiten, die zu den harmlosen gehören, eigentlich. Und doch stellen sie immer wieder ein großes Rätsel dar, wenn es um die Frage geht, ja, wie ist das mit der Ansteckung und vor allem, was können wir als Eltern mit unserem Ringelrötelnkind tun? Die meisten Erwachsenen haben als Kinder die Ringelröteln gehabt, sie sind deshalb immun. Mehr als 90% aller Erwachsenen haben die Ringelröteln-Antikörper und das bedeutet, sie können sie nicht mehr bekommen. Sie sind immun. Und die Kinder kommen auf die Welt ohne diesen Immunschutz. Sie müssen irgendwann einmal diese Krankheit durchmachen und dann haben sie auch diese Immunität. Wie erkennt man die Ringelröteln? Ich zeige Ihnen hier Bilder von Kindern mit Ringelröteln. Zunächst, man erkennt die Ringelröteln in der Regel am Gesicht. Die Kinder haben plötzlich rote Bäckchen, wie wenn sie eine Backpfeife bekommen hätten oder wie wenn sie sehr aufgeregt wären oder wie wenn sie einen Sonnenbrand hätten. Knallrote Bäckchen. Und man erkennt, wenn man genau hinschaut, ein sehr deutliches, dadurch abgegrenztes Munddreieck. Man spricht bei diesen Bäckchen, bei diesem Ausschlag auch gern vom sogenannten Schmetterlingsausschlag. Ich glaube, das kann man bei diesen Bildern ganz gut erkennen. Und wenn man dann genauer nachschaut bei diesen Kindern, dann entdeckt man an den Armen und an den Beinen und manchmal auch im Brustbereich einen typischen rötlich-fleckigen Ausschlag. Das sind rote Flecken, die ineinander überfließen. Sie bilden so eine Art Girlanden. Sie sind mehr oder weniger deutlich, aber wenn man genauer hinschaut, Sie sehen das auf diesen Bildern, dann kann man das ganz gut erkennen. Und wenn ein Kind diesen Ausschlag hat, dann ist die Ansteckungsfähigkeit dieser Krankheit auch schon wieder vorbei. Das ist das Besondere bei den Ringelröteln. Das heißt, bei einem Kind, bei dem man diesen Ausschlag sieht, besteht keine Ansteckungsfähigkeit mehr. Außerdem geht es diesen Kindern gut. Sie haben überhaupt keine Probleme. In der Regel juckt dieser Ausschlag nicht. Man braucht also auch gar nichts machen. Die Ansteckungszeit ist etwa 2 Wochen. Das heißt, es muss 2 Wochen vorher mit einem Ringelrötelnkind, welches ansteckend war, in Kontakt gewesen sein, dieses Kind, damit es diese Krankheit jetzt bekommt. Und die Ansteckung selbst erfolgt quasi 2 bis 4 Tage vor Ausbruch des Ausschlags. Jetzt gibt es ein Problem bei diesen Ringelröteln und das ist, wenn eine junge, schwangere Frau, die selbst die Ringelröteln nicht gehabt hat, sich in der Schwangerschaft mit diesem Virus infiziert, dann kann dieses Ringelrötelvirus die Frucht schädigen. Und zwar in den ersten 20 Schwangerschaftswochen. Eine schwangere Mutter, die schon länger als 20 Schwangerschaftswochen hinter sich hat, braucht keine Sorge haben. Ist sie jünger, macht es Sinn, sich beim Hausarzt und beim Gynäkologen rasch vorzustellen, um die Frage der Immunität zu klären. Das kann man durch die Abnahme von Antikörpern. Ich fasse also noch einmal zusammen. Die Ringelröteln haben mit den Röteln nichts zu tun. Sie sind eine harmlose Kinderkrankheit. Sie sind nicht mehr ansteckend in dem Moment, wo man sie sieht. Insofern also ideal. Wichtig ist nur, dass man um diese Zusammenhänge weiß. Und Angst haben vor den Ringelröteln muss im Grunde in Anführungszeichen nur eine Frau haben, die nicht genau weiß, ob sie die Ringelröteln hatte und schwanger ist bis zur 20. Schwangerschaftswoche und Kontakt hat mit einem Kind, welches die Ringelröteln Viren ausgeschieden hat. Fieber messen bei Kindern, oder soll ich sagen, es geht um den Komplexfieber und das, was sich daraus entwickelt. Kinder fühlen sich oft heiß an. Genau das ist auch das Symptom, was mir genannt wird, am
Telefon oder auch in der Sprechstunde. Mein Kind hat heute Nacht Fieber gehabt, das höre ich ganz häufig. Und wenn ich dann nachfrage, wie viel, dann wird gestutzt und dann weiß ich nicht, ich habe nicht gemessen. Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.